So ein Mist. So ein Mist. Ja, das passt doch in der Spruch. Also wer weiß, worauf ich gerade referenziert habe, der kriegt einen Keks. Aber trotzdem, wo soll ihn... Ja. Moment, ich lasse das ihn zerstören. Ich habe aber damals eher so ein Mist verstanden, aber es klingt auch wirklich so, wenn man das erste Mal hört. Das ist kein Scherz. Ich war nicht der Einzige, der das verstanden hat. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich schon ein bisschen Englisch. Hui! Moment. Ich gucke jetzt hier mal alles ab. Aber das hier sieht sehr auffällig aus. Dass da quasi keine Münze war. Ach so, ja. Ah, scheiße. Okay, wahrscheinlich ist es dafür. Moment. Nee? Ich lasse erstmal diese Kugel hier verschwinden. Aber das heißt, da müsste hier oben wahrscheinlich irgendwo was sein. Ich verstehe es nicht. Ich bin gerade leicht überfragt, Mann. Also in diesem Fall muss ich echt sagen... Das ist in diesem Level tatsächlich nicht mehr so leicht, mit dem Schatz zu finden. Ach! Wenn es Momente in Spielen gibt, die ich hasse, dann sind es diese. Weil das muss man erstmal wissen. Und wir kriegen den Wal? Die Schätze werden skurriler. Aber es ist der vorletzte. Somit fehlt jetzt nur noch einer. Juhu! Wir haben's ja fast geschafft. Die Schatzsuche ist schon bald beendet. Yay! Wario freut sich gleich noch einen riesigen Ast. Und kann sein Schloss hoffentlich bauen. So. Perfekt, der Weg ist frei. Na wunderbar. Ich würde sagen, ich nehme die 47 Münzen mit. Beim nächsten Mal versuche ich es nochmal mit meinem Glück. So, Level 38. Wir sind auf jeden Fall bei deiner Spitze. Okay, jetzt ist auf jeden Fall wieder ein Scheiter. Ach, die Melodie auch? Okay. Yep. Sehr offensichtlich versteckt.
Und dann gehen die Blöcke einfach mal hoch. Natürlich. Nein. Ich aktiviere jetzt nicht nochmal den Schalter, um das zu holen. Die Mühe mache ich mir jetzt tatsächlich nicht. Aber nur noch ein Schatz. Ich muss sagen, es ist doch eigentlich wirklich gut gelaufen mit den Schätzen, die zu finden. Und das ohne Hilfe. Also, muss ich schon sagen, nach all den Jahren das noch zu finden. Aber so schwer sind die auch wirklich nicht versteckt. Muss man ja echt dazu sagen. Das ist in Wario Land 2 wirklich schlimmer. No, okay, der ist auch mal wieder weg. Ja, wir nähern uns auf jeden Fall schon Schloss in Einrichtungen. Wie wir auch schon vorher schon gesehen haben teilweise. Aber jetzt wird's interessant. Feuerspeien wollte ich eigentlich gerade nicht. Ah ja, aber Jet nehme ich gerne. Ah! Das konnte ich nicht sehen. Ich glaube, ich gehe erstmal links. Ach so, ja, gut, komm, mach ich. Besser ist es. Ich meine, ich bin sowieso gerade klein. Und wenn ich da an den Checkpoint starte, bin ich sowieso wieder groß. Von daher, ich habe ja gerade hoffentlich nichts verpasst. Ah genau, ich wollte ja was ausprobieren. Muss nur gucken, ob ich es schaffe. Nein, schaffe ich nicht. Aber ich glaube, sowas in der Richtung war. Hier. Ja, jetzt ist das Vieh weg. Ja gut, dann egal. Dann ist es jetzt gerade echt egal. Und schon wieder Powerstern. Also hier durchzudashen wäre viel lustiger gewesen. Aber zumindest gibt ihr nette paar Herzen. Und noch eins. Beziehungsweise ein Leben habt ihr mir beschert. Vielen Dank. 30 Stück habe ich schon. Also hier wäre ich echt nicht mehr los. Ich stelle mich beim letzten Boss sehr dämlich an. Ich weiß zwar noch, was der letzte Boss hier ist, aber ich weiß nicht mehr, wie er funktioniert. Das geht jetzt dann auf jeden Fall wieder rauszufinden, oh je. Ich will nicht diese Brühe hier probieren. Ich muss sagen, dieser GameCube-Steuerkreuz, auch wenn viele ihn hassen, für dieses Spiel ist er doch nicht schlecht. Es ist weg. Nein, es ist nicht weg. Okay, das ist scheiße jetzt. Moment. Jetzt haben wir's. Er hat zumindest seinen Morgenstern verloren. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben wieder irgendwas aktiviert. Das heißt, im nächsten Level müsste dann der letzte Schatz sein. Wenn das nicht sogar jetzt schon das letzte ist. Ja, warum auch nicht? So. Gut, wir sind noch nicht ganz oben. Also gibt es jetzt noch zwei Level, wie es aussieht. Level 40 ist auch an sich, sag ich mal, keine schlechte Zahl für Level. Ist zumindest schön rund. Also sprich, wenn wir das hier geschafft haben... Jetzt ist nur die Frage, welches der beiden Level den letzten Schatz beinhaltet. Ich würde sagen, dies hier.
Würde jetzt nämlich am meisten Sinn ergeben, weil wenn man jetzt im letzten Level den Schatz suchen müsste, den letzten, dann haben die Piraten tatsächlich gute Arbeit geleistet. Naja. Auf jeden Fall kann man sicher sagen, unser Abenteuer ist fast vorüber. Die Schatzjagd, die Schatzsuche. Aber ich muss sagen, es ist wirklich ein cooles Spiel. Also das kann ich echt nicht oft genug sagen. Es ist ein Spiel, das wirklich Spaß macht. Und wenn man es nach all den Jahren mal wieder spielt und so, dann ist es umso genialer, wie man merkt, dass man mit der Zeit auch viel einfacher die Schätze findet und das alles, obwohl es wirklich lange her ist. Und so. Das ist dann einfach nur ein cooles Gefühl. Wenn man doch einige Sachen nicht vergessen hat, beziehungsweise nicht vergessen kann. So, weg mit dir. Okay, also auf jeden Fall steht fest. Wenn wir jetzt in diesem Level mit Sicherheit den Schatz nicht finden, dann muss es im nächsten Level sein. Och nein. Moment, geht das? Oh Gott, ich habe Angst. Gut, so geht das auf jeden Fall. Das reicht, sehr gut. Hier ist nur ein Checkpoint. Ja gut, ich gehe zurück. Nein, ich will den nicht aktivieren. Ich will das ohne schaffen. Ja, aber nicht, wenn ich solche Dummheiten hier begehe. Okay. Okay, in dem Fall hätte ich jetzt gedacht, da oben müsste was sein, aber nee. Die Trampoline bringen wir... Doch, hier ist was. Ach so. Okay. Jetzt wäre gerade meine Frage, weil ich glaube, ich habe das irgendwie so bewirkt. Kann man das wirklich nur mit den Hörnern schaffen? Dass man sich da einmal eine Wand festnagelt und dann irgendwie mehr Schwung kriegt? Wie auch immer das Sinn ergeben soll, aber so kam mir das gerade echt vor. Okay, hier ist schon mal der Schlüssel. Dann ist hier der Schatz. Jetzt müssen wir nur noch die Tür finden. Ach du Scheiße. Ja gut. Ich glaube, ich weiß sogar... Och, wie soll ich das denn jetzt machen? Moment. Nein! Okay, der Schlüssel ist weg. Aber da ist die Tür. Oh Gott. Aber das müsste jetzt eigentlich so auch gehen. Ich muss mich einfach nur bücken. Und dann komme ich hier zumindest schon mal durch. So. Okay, dafür weiß ich jetzt aber nicht wie... Moment. Ach, Mann, Wario. Ne, Moment, ich muss den Schlüssel nochmal wegschmeißen. Gut, aber wir kommen endlich zum letzten Schatz. Wir sind gleich steinreich. Und wir kriegen einen Ring. Der eine Ring... Um sie alle zu knechten. Ja, ich weiß, der war schlecht. Mit einem Diamant sogar dran. Na, oh, das sieht doch wirklich mal nach einem wertvollen Schatz aus. Nicht so wie das andere, was wir schon teilweise alles gefunden haben. Was haben wir sonst noch hier? Achso, nur Power-Ups. Na gut, ohne wäre das auch schwierig. Och nee, das will ich nicht. Ja. Muss ich leider durch. Muss ich nochmal Feuer speien. Dann will ich jetzt dieses Level verlassen und dann wissen wir auf jeden Fall, wir brauchen keine Schätze mehr suchen. Also im nächsten Level steht dann wirklich nur noch... Höchstwahrscheinlich... Muss so sein.
der letzte Bosskampf an. Also wenn wir nicht alles töten, müsste jetzt wirklich dann das nächste Level schon das letzte sein. Also da bin ich mir sogar schon fast sicher. Wie kommst du gerade auf Leckring, Trash? Ach, meine Zeit! Sag mir das doch einer! Ja, jetzt braucht ihr es auch nicht mehr sagen, nur so zur Info. Scheiße, da achtet man auch nicht drauf. Wenn man sich hier um das Level kümmert. Wie soll ich das denn mit Feuer schaffen? Boah. Das war aber auch knapp. Und hier gibt's wieder so einen Schalter. Zerstöre ich schon wieder was? Tatsache. Es wird noch eine Ebene zerstört, wow. So einfach zerstört man eine Festung. So, Leute, wir machen noch einmal Glücksspiel. Weil es wahrscheinlich jetzt das letzte Mal wird. Also, ich verlasse mich auf euch. Gebt mir einen Tipp. Links oder rechts. Naja. Aber ich glaube, dann wäre der nicht so wertvoll, wenn man das entsprechend so ablecken könnte. Ich meine... Nee, das wäre schon ein bisschen komisch. Okay, links, links, rechts, sagst du? Ich verlasse mich mal auf dich, Trash. Okay, das war schon mein Fehlgriff. Das war schon mal der Geldbeutel? Komm, zumindest 80. Dann haben wir die 3000. Ach, schade. Nee. Einmal rechts und zweimal links wäre es gewesen. Naja. Immerhin 20. Aber es reicht nicht für 3000. Ach, Mann. Dann sind wir jetzt an der Spitze. Level oder Kurs Nummer 40. Jetzt wird hoffentlich nochmal alles abverlangt, was zur Hölle. Und es gibt tatsächlich auch noch eine neue Musik. Ja, habe ich. Zuletzt in Mario Odyssey. Aber es war eine goldene Rübe. Und sonst wüsste ich jetzt gerade nicht, was du sonst an Süßigkeiten meinst, so jetzt speziell. Okay, das ist gemein. Das ist nur ein Herz, was sich da drinnen verbirgt. Hier genauso. Hier wird man gerade mit Herzen nur so vollgebombt. Also so langsam fühle ich mich wie bei Castlevania. Nein! Das tue ich wirklich. Schon allein, wenn man so verliert. Aber es ist auch wirklich schon fies, diese ganzen Münzen hier mitzunehmen. Bam, 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 bam. Noch so ein Herz. Naja, die Frage ist, wie viel wert das Ding tatsächlich ist. Ich meine, wir müssen Oli mal rufen, der würde ja diese Dinger gut wertschätzen. Okay, das ist ein übler Sprung. Ja, aber geht. Und hier ist wahrscheinlich nur ein Checkpoint. Ja, gut, nehmen wir. Dann
Da müssen wir nämlich nicht wirklich, wenn ich den Boss verkacken sollte, nochmal den ganzen Weg laufen. Scheiße. Im Prinzip besteht dieses Level hier wirklich nur noch aus Trampolin. Sehr einfallsreich, Nintendo. Fürs letzte Level wirklich noch so eine Passage machen. Also wirklich, das hätten die ein bisschen anders machen können noch. Also für das letzte Level finde ich wirklich, haben die sich sehr leicht gemacht. Ah! Ein Ritter. Das ist ein neuer Gegner, der zum Schluss auftaucht? Na gut, den kann ich ja jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr besiegen. Doch! Au! Gut, als kleiner Wario ist das nicht angenehm. Scheiße! Aber wenigstens habe ich Checkpoint. Sprich, ich muss jetzt nur noch die Trampolin-Passage überstehen und dann bin ich ja gleich wieder dort. Weil die Piraten haben sich in dem Fall bestens geschützt. Sag ich mal, wenn die noch einen Ritter davor stellen. Dieser Ritter hätte auch in mehr Leveln auftauchen sollen, finde ich. Weil das ist wirklich der einzige Gegner, der nur ein einziges Mal auftaucht. Sonst taucht jeder Gegner schon öfter auf. Sogar die Geister, die wir gesehen haben, tauchen nicht nur einmal auf. Aber dieser Ritter hier ist wirklich einmalig. Deswegen muss ich echt sagen, ist schade eigentlich. Aber gut. So, dann komm doch mal her. Ich benutze das jetzt noch nicht. Beziehungsweise ich hole es mir noch nicht. So. Jetzt versuche ich es nämlich mal folgendermaßen. Ah, ja gut, das klappt nicht. Ah, ja gut. Okay, also ich muss ihn auf jeden Fall besiegen. Er geht auch Sinn, wenn er so ein Totenkopf auf der Tür ist. Aber schwer ist er nicht. Ich meine, seht ihn euch an. Das Einzige, was er tun kann, ist auf dem Boden laufen. Man muss ihn einfach nur von hinten angreifen und dann... Was ist das mit ihm? Gut. Der Weg ist frei. Wunderbar. Oh, noch eine Leiter hochklettern. Ich hatte jetzt gedacht, ich bin schon beim Boss. Ich meine, sowas scharf bewachtes kann nur der Bossraum eigentlich sein, aber nö. Es geht noch weiter, wow. Wenn man denkt, man hat das hier erreicht, geht es nur noch 5 Kilometer weiter. Das machen wir anders. Nein, nicht so. So, du bist jetzt auch Geschichte. Ah, da sind wir. Hier haben wir Captain Syrup. Und sie ruft einfach mal einen Genie. Ja, ein Genie. Sie ruft, Genie. Er ist aber nicht blau. Och nein. Okay, jetzt muss ich erstmal wirklich wieder rausfinden, wie er nochmal ging. Moment, Moment, ich glaube, ich weiß es wieder. Ich muss diese Lampe nehmen. Wenn ich sie werfe, kommen dann nämlich Wolken raus. Ja. Und damit muss ich an seinen Kopf springen, genau. Viel zu viel, Heras, viel zu viel. Ah! Für den Virtual Boy habe ich mit drei Spielen 250 bezahlt. Also 250 Euro insgesamt, ungefähr. Ich darf den ganzen Weg nochmal latschen. Ja gut, aber so schwer ist der Boss eigentlich auch nicht. Aber diesen Weg jetzt nochmal gehen zu müssen und nochmal diesen Boss da zu bekämpfen, diesen Zwischenboss. Wow. Nein.
Ich besitze aktuell 15 Virtual Boy Spielen. Also ist das gerade mal ein Fünftel. Und insgesamt hat der Virtual Boy, soweit ich weiß, 22 Spiele. Also von daher. Ja, der Wert des Virtual Boys wird wahrscheinlich noch steigen. Weil es werden wahrscheinlich immer weniger und es werden immer mehr Leute, die es haben wollen. Pff, viel. Viel. So eine Schätzweise wüsste ich jetzt nicht, was ich da schätzen sollte. Ich würde jetzt... Boah. Das ist schwer abzuschätzen. Es ist auf jeden Fall viel. Vor allem, du kannst ja auch nicht bei jedem Spiel nach exakt den, ja, den direkten Kaufwert berechnen, also sprich die 60 Euro oder so. Weil ich habe ja auch manche Spiele günstiger erworben. Gut, manche davon sind auch Raritäten, die sind entsprechend mehr wert. Also ist schwer abzuschätzen, was so der Durchschnitt davon sein würde. Aber ich würde mal sagen, geben wir einfach mal den Taschenrechner so grob ein, 40 oder 50 mal 2000. Dann kriegst du schon eine gute Summe zusammen. Du hast Mega Man The Wily Wars? Trash? Verkaufen wir das. Ach scheiße, die ist falsch rum. Nein! Die Lampe muss auch noch richtig rumstehen. Nein! Da bin ich echt neidisch auf dich, Trash, weil das ist wirklich viel wert, komplett.